Leo! Wo hat sich mein kleiner Mäuserich nur versteckt? Tja! Wir haben gleich einen Termin bei Dr. Bieber. Komm bitte raus und mach dich fertig. Nein, ich will nicht. Aber Leo, du bist erkältet und hast Halsschmerzen. Es ist wichtig, dass wir zum Arzt gehen, damit es dir schnell wieder besser geht, mein krankes Mäuschen. Nein, Ärzte sind gemein. Die pieken einen nämlich mit riesigen Spritzen. Das wird nicht passieren. Dr. Bieber ist immer sehr lieb. Er ist ein toller Arzt. Du kennst ihn doch schon so lange. Und die Untersuchungen fandest du immer richtig lustig. Weißt du noch? Aber diesmal habe ich einen schlimmen Schnupfen. Das ist doch was ganz anderes, Mama. Er wird mir sicher eklige Meditin zu trinken geben. Bäh. Und wenn ich sie nicht trinken will, wird er bestimmt furchtbar mit mir schimpfen und ganz wütend werden. Teddy und ich gehen nicht zu Dr. Bieber. Stimmt's, Teddy? Leo, Dr. Bieber wird so freundlich sein wie immer. Ich verspreche es dir. Und ich bin doch auch dabei. Ja, aber ich bin gar nicht mehr erkältet. Echt. Der Schnupfen ist schon weg. Tja! Na, das sieht mir aber nicht danach aus. Aber ich hab doch gar nicht genießt. Das war Teddy. Dann muss Teddy wohl mit. Der Mäusezug fährt los, ohne Zwischenstopp. Tschüss, tschüss.